Sonne in Waage. Wir wissen, in der Waage regiert Venus, genauso wie in Stier. Und hier erteilt Forderungen Venus an die Sonne. Die Erfahrungen bringen wir aus dem Wider mit. Und unser Zielfokus sollte hier die Waage sein. Interpretation. Es sind oft sehr schöne, attraktive Menschen. Die haben etwas Rosinenhaftes in sich. Also man denkt, das sind die friedlichsten Menschen. Jedoch hinter den Kulissen ist es ein Kämpfer. Warum ein Kämpfer? Weil in Widder regiert der Mars und Mars ist ein Kämpfer, vor allem in Widder. Deswegen kann es ab und zu mal so eine Energie des Kämpferisches immer wieder auf die Oberfläche kommen. Wunsch hier ist Selbstständigkeit, selbstständig zu sein, als Mensch im Leben, Verantwortung zu übernehmen. Die möchten gerne Anerkennung, möchten geliebt sein und von der Gesellschaft, speziell von dem Partner, geliebt zu werden. Hier gibt es eine Dissonanz, ein Konflikt kann es geben tatsächlich im Thema partnerschaftliche Beziehungen oder Beziehungen zu der Gesellschaft. Und hier sollte man das alles ohne Kampf lösen. Man sollte in den partnerschaftlichen Beziehungen nicht kämpfen, nicht konkurrieren mit dem Partner, sondern Diplomatie und Kompromisse sind gefragt. Hier ist es ja auch eine bewegende Kraft, weil Mars ist ja Feuer und Waage ist Luft. Und hier müssen diese Personen Luft in sich erarbeiten, denn Kommunikation wird hier zur Waffe. Wichtig ist hier jedoch, die Waffe des Widers nicht zu vertauschen. Lernen, Dialoge zu führen, lernen, jegliche Ziele zu erreichen und alles aber ohne Kampf. Wagen dürfen nicht kämpfen, nicht konkurrieren. Das ist die Energie, die aus dem vorherigen Leben kommt, sondern Kompromisse, Harmonie, alles schön neutral angehen.